276 PTS Tag 2 Atlantic City Part 2. Und damit verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück hier in Appalachia. Stichwort Nachtclub. Ja, ich bin auch ganz heiß drauf, muss ich sagen. Ich bin ja so ein Clubgänger in meinen Träumen schon immer gewesen. Und deswegen ist das heute vielleicht meine Chance, mein innerstes Ich endlich mal auszuleben. Wir dürfen einen Nachtclub-Werbung lesen. Aber wo machen wir das? Eine gute und berechtigte Frage. Ist das Haupt? Ja, es ist eine richtige Hauptmission. Da hatten wir schon sehr lange nichts Neues mehr drin gehabt. Meine Güte, dass ich das noch erleben kann. Ich drücke einfach mal C. Hier ist es C. So, im Right Spring. Alles klar, einmal bitte rüber. Ich denke mal innen. Nee, ist doch nicht richtig. Draußen, na okay. Wir gehen gleich. Ich will ganz kurz gucken, ob wir nicht noch zumindest hier für die PTS-Session ein paar Medikamente kaufen können. Ich brauche die für den Kampf. Na du, Psychotest tatsächlich. Dankeschön. Nehmen wir mit. Und jetzt hier bitte raus. Sehr cool. Ja. Immer wieder schön, ne? Und so schön sauber, aber die haben auch viele Roboter. Es ist bestimmt auch sehr anspruchsvoll, so viel Teppich dann nicht sandig zu halten. Deswegen sage ich immer, lieber Laminat. Aber da musst du halt dann regelmäßig wischen. Eine andere Herausforderung. Sonst wird es schmalzig mit der Zeit, gerade mit Hunden. Aber wovon rede ich hier eigentlich gerade? Ist schon sehr spät, zumindest für mich. Oh, Server-Hixi. Heftig. Und Block again. Read the nightclub advertisement. Check for job opportunities in Atlantic City. Gibt's da andere Sachen noch vielleicht? Stellenangebot. Sicherheitsaushilfe gesucht. Familie Lombardi sucht eine bewaffnete Person für ein bestimmtes Aufgabenfeld. Es geht um eine befristete Position, die der Unterstützung eines spezifischen Projekts dient. Diskretion hat oberste Priorität. Die Kernaufgaben der Position werden dem erfolgreichen Kandidaten zum Zeitpunkt der Einstellung bekannt gegeben. Interessenten, die mehr erfahren möchten, sollten mit Fabio Mondadori bei Quentino sprechen. Okay. Ja, war. Regent der Toten? Das ist ja noch mehr. Da kommt ja noch mehr. Was? Und jetzt noch das mit dem Nightclub? Das habe ich versprochen. Ich will das ja auch. Da. The Rose Room. Atomic Fun Cocktails Music. Mhm, okay, haben wir uns angeguckt. Attend the Nightclub Opening. Das sind zwei verschiedene Sachen. Oh mein Gott. Zwei verschiedene Sachen. Oh, Buck, ich hab Gänsehaut. Mit einer eigenständigen GIF-Animation. Was machen wir denn jetzt zuerst? Wie bitte? Erst die Kleinigkeit und dann den Nightclub? Vielleicht mache ich auch drei PTS-Folgen. Wenn das jetzt hier ein bisschen länger dauert, das eine. Na klar. Warum nicht? Erstmal Regent der Toten. Sicherheitskraft? Nee, ich hab Dings versprochen, ne? Stimmt. Das könnten wir in einer eventuellen dritten Folge machen. Richtig. Das im Casino-Viertel. Wir machen erstmal Nightclub. Ihr habt ja recht, ist doch gut. Ey, ist doch, hey. Stopp. Aha, da müssen wir hin. Ich möchte mich aber nicht sofort dort rüber hin beamen, weil die Location wurde angepasst und die möchte ich als Ganzes erfassen. Und wir kommen von hier. Vom Monogar-Aussichtspunkt. So, gut, in die Richtung, ne? Ja, immer dem Marker folgen. Vorsicht, hier ist ein Bär. Das weiß ich ganz genau. Aber wir haben nur noch 380 Schuss. Ich hoffe, die haben eine Stashbox oder so. Hallo! Du Ratte! Oh, verflucht! Die sind ja stark. Wirklich, keine AP mehr. Na, dann futtert auch Kuchen. Dafür ist er doch da. Tobias. So heißt unser Charakter, für alle, die neu sind.
Tobias Reaper. Tobias Reaper. Block. Hier runter, bitte. Ja, habe ich hier zufällig auf dem PTS? Nee. Hat nicht jeder ein Überlebenszelt? Wäre doch auch mal ganz nett. Nur auf dem PTS, damit man so ein bisschen vorsichtig, damit man hier so ein bisschen in die Features reingucken kann. Nicht nur während der Fallout First Probephase. Hilfe! Ist okay. Minimal den Knöchel geknackst. Oh mein Gott, tatsächlich! Da ist schon eine Lichterkette dran, ne? Von vorne, ganz von vorne. Hier ist der Weg. Ich kenne diese Gegend. Wie meine West Virginia Tasche. Oh, nice! Unser Fallout 76 entwickelt sich weiter. Schon wieder Gänsehaut, hallo! Ist eine Kleinigkeit, natürlich, eine absolute Kleinigkeit, aber erstmal gratis. Gratis, neue Inhalte sind die besten neuen Inhalte. Und ey, Mann, das ist schon so alt und so. Und das ist sowas von spitz, die Nische, in der sich Fallout 76 befindet. Ich finde das großartig. Ich freue mich da. Das machen wir natürlich alles nochmal. Dann, wenn das dann für unseren richtigen Hauptcharakter zur Verfügung steht. Eine Sekunde, da brauchen wir ein neues Bild. Ein ganz neues Bild. Hierhin bitte. Das Wetter könnte ein bisschen fotogener sein, aber naja. Ich will auch nicht die ganze Zeit nur rummeckern. Ihr kennt mich. Ich nehme da kein Blatt vom Mund. Ich bin immer super überkritisch. Gerade wenn es um besserste Rollenspiele geht. Die Objektivität in Person. Musik ist aus, ne? Höchstwahrscheinlich ist da drin eine eigene Musik, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, nicht, dass auf dem PTS oder so die Musik, die hier verwendet wird, noch nicht ganz angemeldet bei YouTube. Deswegen hören wir hier weiter unseren eigenen Kontext. Kontextualen Soundtrack. Gut gerettet. Und freuen uns dann auf eine Musiktestphase, wenn das Ding dann auf dem richtigen Account zu spielen ist. Aber jetzt gehen wir rein. Hallo. Können wir jetzt hier zocken endlich? Ja, zumindest einarmigen Banditen. Die einarmigen Banditen sind zum Spielen bereit. Und hier ist noch eine Show. Jetzt bin ich schon runtergegangen. Ich wollte erst nach oben. Geht immer noch, ne? Wir haben hier nichts ausgelöst. Irgendwas Schlimmes. Nochmal zocken, bitte. Aber das wäre doch richtig geil, wenn wir hier irgendwie pokern könnten. Gegen andere Mitspieler, aber da, ich glaube, da gibt es dann Probleme, glaube ich, wegen Glücksspiel und so. Aber gegen eine nicht mit Echtgeld käufliche Ingame-Währung wie Kronkorb, warum dürfen wir damit hier nicht pokern? Hey, na, Antonio. Achso, wir sollen uns die Performance angucken. Na, sag das doch. Ist okay, ich komme, ich bin gleich da. Das war runter. Wo war runter? Hier war runter. By the way, your singing sucks anyway. Ey, come on, das war voll in Ordnung. Wie traurig. Welcome to the Rose Room. Anything to drink? Gerne doch. Ach ja, stimmt. Hier mit dieser Story-Mission, mit dieser Story-Quest soll eine neue Droge eingeführt werden. Doch das nur am Rande. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Stand in den Patch Notes. Bezüglich des PTS-Inhaltes. Na, du, wenn? I apologize on behalf of my mother. We'll have enough trouble getting people in here without her immediately scaring them away. To be honest, this is more turnout than I expected. Which is welcome, of course. I mean, I just hope the rest of them are friendly. Anything to drink? Na klar doch, immer. Ich nehme deine Spezialität. That would be a beer. A beer. The stock was on me, just behind the other 100 things on my to-do list that nobody else is doing.
Sorry, it's not your job to hear me complain. It's your job to relax, have a drink, and enjoy the music. So, what can I help you with? Sieht ganz danach aus, als ob du derjenige bist, der ein bisschen Hilfe gebrauchen könnte. Yeah. Yeah, I really could. Na, siehste? My mom thought we weren't going to have any trouble tonight, but the crowd I've seen so far, I have my doubts. Big ones. If you feel inclined, could you keep an eye out? Maybe, if it's necessary, handle a fight? Na, sicher doch. Keep a low profile about it, so mom doesn't freak out. I'd really appreciate it. Wir helfen dir. Wir können kämpfen. Charisma 4. Ich würde gern helfen, arbeite aber nicht umsonst. Ein guter Einwand. Right, of course not. I wouldn't expect you to. Head's just all over the place lately. This is what I can spare. Go ahead and join the audience. If nothing happens, then you can enjoy the show just like everyone else. I hope that's the case, but you know, better safe than sorry. And thank you. I do really appreciate the help. Ooh, take a seat for the next performance. Okay, wo wollen wir uns hinsetzen? Nee, lass mal die Lampe aus. Müssen wir uns da hinsetzen? Kann ich nicht. Nee, ist okay. Dezent im Schatten. Na dann mal los, Mutti. Hello, folks. Rowdy looking bunch out there. Well, as I say, there's no better cure for a long day than some snazzy tunes. Sit back and enjoy. I can't listen to this baloney no more. Let's light this place up. God damn it. Okay, oh, wow, wow, stopp, stopp. Oh, warte, was? Wie bitte? Hat er gerade die Mutti erschossen? Was soll denn das? Nein. Gaslevel 100. Wie bitte? Ey, 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 ey. That escalate quickly. Ab hier, jetzt. Wir sind nicht mal auf Besucher-Tee, glaube ich. Was war denn da los, ey? How hard is it to follow simple instructions? So, okay, wir müssen ihn befragen. Natürlich müssen wir ihn befragen. Wer hat euch geschickt? Von wem seid ihr? Das ist die Mutti, Entschuldigung. Ja? Ich dachte, das wäre sie. Hat er mich schon gewundert? Sie wäre ein bisschen zu jung? Na? I mean, really. What does on my signal mean to you? Does it mean whatever the hell you want? Intelligenz? 4? Warum geht das nicht? Was für eine Frechheit. Es war wohl nicht so gut, dass sich deine Leute nicht an die Anweisung gehalten haben. Didn't turn out well for them. What about me, huh? Condemned to death by the stupidity of others. It was simple. Wait for all the Russos to be in the room together. Shoot on my signal. Couldn't follow either one. Und was willst du? Wouldn't you like to know? Whoever it was, they're wasting their time sending you all this way. Hey, I told them the same thing, lady. Starting to think they wanted to get rid of me too. Okay. Warum bist du hinter den Russos her? Vincenzo, what did you do? What? Really? You of all people are gonna point your finger at me? Every one of you nutsos has a reason to be afraid of payback from Atlantic City. Sleep tight, Russos. I may not be the last to come for you. Ka-ching! This is all it is. We can't let them scare us. We don't know who they are to begin with. Don't act like you're above all this. For all we know, someone at City Hall has it out for you. I can't even begin to tell you how little you know about me and City. Shit, Abby, are you okay? Abby, wie geht's dir? Must have left something. Where did I screw up? Who are you? Get away. Check on Abby. Get away from me. Oh, they know.
I thought I covered my tracks. They're gonna come back. They're gonna... What are you talking about? She's got the shakes. Could be she's danced with the devil. You're my own mom. Don't talk to me like... Hat sie die neue Droge genommen? Crap. I think you're right. Mit dem Teufel getanzt? Was soll das heißen? Those who fancy themselves part of the Atlantic City high life have access to a special intoxicant. Aha, Devil's Blood, genau. So heißt die neue Droge. Must be the stress of the move got to her. You say that now. All of this was your idea. We're so busy dealing with your problems, there's no room for anyone else. Is that really how you feel, Vincenzo? Yes, it is 100% absolutely how I feel. After everything I've done for us, everything I've sacrificed. Unbelievable. Okay, talk to Vin. Vin, was bedeutet das alles? Wie bitte? Lauter. Sorry about all this. I was right to expect trouble. Just not this much of it. Ich bin hier, um zu helfen. Sag mir, was ich tun kann. I really appreciate that. Just... Please go talk to my mother for me. It was a bad time to set her off. Right now we just need to figure out how to help Abby. Okay, Charisma 8, das wird mehr als ein Leibwächtertrupp kosten. Yeah, you're right. Now we're on to a different type of conflict resolution. Take this. That's the most I can give you. Be gentle. Mom's ego will require soothing if she's going to cooperate. Alles klar. Okay, ich werde mit Evelyn reden. Mit Mutti. Ja, wir haben auch Charisma auf 9. So. Genmodus deaktivieren, Knarre wegstecken. Die ist total durch. Gibt's ja sonst noch irgendwas zum Mitnehmen bei den anderen? Ultrazitmoni. Wird ja immer mehr zur Mangelware bei uns. Meine Güte, das sind ja richtige Story-Inhalte. Das fühlt sich so gut an nach all der Zeit jetzt. Was war das letzte Storymäßige, was wir bekommen haben? Das war doch das von der Bruderschaft, oder? Ich meine, bis auf die Fitzelchen bei den Expeditionen. Schön, dass es hier weitergeht. Dass wir hier Inhalte bekommen. Evelyn? Nein, Evelyn. Mach nicht den Buttercup. I offer drinks. Games, music, more excitement and luxury than this dreary mountain range has ever seen. And what do I get? An audience full of hitmen, a strung-out daughter, and an unappreciative son. Just ridiculous. Nothing makes sense anymore. Vin will, dass du runterkommst und Abby hilfst. Of course he does. And I'd like one thing in the last 20 years of my life to count as a success. Is that so much to ask for? Ah, fine. I'll come downstairs and help. The extra moment of peace isn't worth delaying the inevitable. But it's not like I'll be able to do anything anyway. Okay, wir sehen uns unten. Do me one favor first. Go upstairs and let my husband Antonio know what's happening. He may not understand. What was that? He should at least be told. Okay, Antonio. Ach, der ist oben, ne? Wir hatten ganz kurz das Vergnügen gehabt, aber ihn sollen wir jetzt unterrichten. Oh, hier ist ein Terminal. Aber das Passwort schon? Nein, ne? Steht es hier? Ich verliere meinen Halt. Ich darf Evelyn nicht spüren lassen, wie sehr mich das fertig macht. Seit Abby fortging, ist mein Kopf ständig voll von diesem Nebel. Es ist, als wäre mein Gehirn ein Auto, dessen Fahrer die Bremse durchtritt. Die Antworten auf die einfachsten Fragen entziehen sich mir. Oft spaziere ich in ein Zimmer und weiß gar nicht mehr, was ich dort eigentlich wollte. Am meisten beunruhigt mich daran aber, dass das genau die Symptome sind, von denen ich erstmals las, als ich mit meinen Nachforschungen zur Demenz begann. Soll das etwa sowas wie Karma sein? So darf ich nicht denken. Es ist bestimmt alles rein psychosomatisch. Vielleicht eine Pseudodemenz im Zuge einer Depression. Sowas gibt es auch. Einfach nur der Stress, sonst nichts. Das kann es natürlich auch sein. Ich will da ran. Antonio. Wie ist dein Passwort? Weiß er bestimmt nicht mehr. Vins Aufgabenliste.
Fertig auspacken. Flyer aufhängen. Erledigt. Inventarliste auf den neuesten Stand bringen. Vorratsraum abschließen. Kann keine saubere Inventarliste führen, wenn Mama sich einfach Sachen nimmt, ohne es zu vermerken. Lokale Anbieter finden. Könnte wegen der niedrigen Einwohnerzahl dieser Gegend schwieriger als erwartet werden. Optionen? Ein Mr. Handy, der die Produktion von Schwarzgebranntem bei einer Sause an Freiwillige outsourced. Sehr unprofessionell. Okay, muss mir vielleicht meine eigene Brauerei aufbauen. Tische und Stühle aufstellen, erledigt. Bühne aufbauen, erledigt. Nicht den Kopf verlieren, ist noch offen. Eine erfolgreiche Eröffnung feiern. Naja, gut. Erfolg liegt ja auch oft im Auge des Betrachters. Und nicht alle Dinge, die keinen Erfolg haben, sind schlecht. Das muss man sich im Hinterkopf halten. Es gibt verborgene Juwelen überall dort draußen. Mach mal auf, vielleicht ist da drinnen noch irgendwas zum Lesen oder so. Ich bin gerade total angetan hier von den Story-Inhalten. Meine Güte. Es geht weiter. Speechless. Nein. Da sag ich doch an Vin. Vin, ich will nicht lügen und behaupten, ich sei mit deiner Entscheidung einverstanden, nach Appalachia zurückzukehren. Ja, ich bewundere Hartnäckigkeit und den Willen, einer Sache bis zum Ende treu zu bleiben. Doch das gilt nur dann, wenn die Sache gerecht ist. Einfach ausgedrückt, ich glaube, du bist auf dem Holzweg, aber du bist nun ein erwachsener Mann, führst dein eigenes Leben und triffst deine eigenen Entscheidungen. Dennoch wird sich deine Abwesenheit hier im Rathaus definitiv bemerkbar machen. Das liegt zu einem großen Teil an deiner Arbeitsmoral und Hingabe. Du hast viel für diese Stadt getan und deine Arbeit ist garantiert nicht unbemerkt geblieben. Dann wäre da noch die sentimentale Seite. Wie du weißt, gibt es nicht viele, die bereitwillig helfen. Wir sind eine ziemlich kleine Gruppe und so wächst man schnell zu einer Art Familie zusammen. Es fällt mir bestimmt nicht leicht, das zu sagen, aber mit der Zeit bist du für mich sowas wie ein Sohn geworden. Ich kann zwar nicht für Frieda sprechen, aber ich weiß, es geht ihr genauso. Wären die Dinge anders gelaufen, hätte ich dir eines Tages gerne die Zügel des Bürgermeisteramtes überreicht. Tja, man weiß eben nie, welchen Lauf das Leben so nimmt, nicht wahr? Trotz allem ist mir klar, dass du deinen eigenen Verwandten gegenüber eine Verpflichtung hast. Ich wünsche dir alles Gute in den sanften grünen Hügeln und unter dem endlosen blauen Himmel von Appalachia. Ich kann dir gar nicht genug für all das danken, was du für diese Stadt getan hast, mein Junge. Du sollst einfach wissen, dass du hier in der Stadtverwaltung immer willkommen bist, falls du doch irgendwann mal zurückkommen möchtest. Mit herzlichen Grüßen, Timmy, der Bürgermeister von Atlantic City, also dem überschwemmten City-Teil von Atlantic City. Oh, wie cool. Wie schön das eingebettet wird. So, Antonio. Antonio, wir haben Probleme unten im Keller. Pleasure to meet you. Welcome to the Russo's Haven. How do you like the festivities? Deine Tochter ist abhängig von sogenanntem Teufelsblut. Warte mal, muss ich ihm das sagen? Wenn er, ich sag mal, am Anfang einer Demenz steht, ist das vielleicht nicht die beste Entscheidung? Wie reagiert das Spiel darauf, wenn ich sage, ach, vergiss es? Okay, offensichtlich müssen wir ihn schockieren. Wie traurig. So, deine Tochter ist abhängig von sogenanntem Teufelsblut. Was sollen wir machen? I can't help you if you don't tell me what the problem is. Okay, waren diese Attentäter hinter dir her? Hitman? What hitman? Have you been watching too much television? Okay, das ist schon nicht mehr Frühstadium. Was kannst du mir über deine Tochter Abby erzählen? My daughter. Oh, you know? I still remember catching little Abby with a pack of candy pilfered from the convenience store. So clever. Yeah. It's so stunning. I never thought that she would
Were we talking about somebody? Oh, Packer. Na gut, ich gehe jetzt. Bis dann, Antonio. No, no, ready. But you just said hello. Eine traurige Seitengeschichte. Aber auch solche schreibt das Leben nun mal, ne? Ohne das Bittere ist das Süße nicht so süß. Nicht vergessen. Vin, was los? You're back. Thanks for that. Ja, kein Ding. Look, I've done some thinking. Devil's blood is highly addictive. And withdrawal is dangerous. It could even be fatal. We're hundreds of miles away from anyone who knows what to do about this. Doctors here are only going to know about regular counts. What was that? A doctor's not good enough anyway. We need the blood. Okay, und Teufelsblut kriegt man nur in Atlantic City? Correct. And the only way to get to Atlantic City in a timely fashion is a vertebrate. Say, you don't happen to be on good terms with the refuge, do you? Doch, auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich schon jede Menge Flugerfahrung. Responder, Renaissance. Wir stehen gut miteinander, ja, das sage ich. That's a boon we really need right now. I need to ask you something crazy. Okay. Because you don't really know us, and really, from what you've seen so far, have no reason to trust us. But my sister is in trouble, so I'm going to ask. Could you fly to Atlantic City and bring back a dose of Devil's Blood? Auf jeden Fall. Machen wir. You make the second part of that sound like a simple ask. I did say it was crazy. But please, and I really mean it, it'd be a bad idea for any of us to go back there right now. If newcomers like us could even negotiate a flight in the first place. Geht klar. Ich beschaffe das Teufelsblut und rette deine Schwester und wir können ohne Expedition nach Atlantic City. Ja. You can pull this off. Abby needs you too. Please, just let us know as soon as possible if anything goes wrong. I'll do whatever I can for her in the meantime. Nice. Sprich mit Orlando. Machen wir natürlich. Da können wir auch gleich die andere Mission abschließen. Und wir können ja direkt hier von hier drinnen rüberreisen. Sprich mit Orlando. Machen wir. C war das, ne? Ich komme gerade aus einer Starfield-Aufnahme. Da ist es R gewesen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und bei Fallout 4 ist es wieder eine andere Taste. Ganz verwirrend, die Geschichte. Wir müssen zu den richtigen Leuten rein, ne? Aber wir können wieder gucken wegen Drogen. Es ist ein neuer Aufnahmetag, wo ich die Treppe runtergelaufen bin. Hat man kaum mitbekommen, ich weiß. White Spring Mall. Und dann Psychotats. Aber das soll ja lachhaft sein. Gegen Teufelsblut. Aber können wir das vielleicht dann auch selber benutzen, das Teufelsblut? Aber was ist, wenn wir davon abhängig werden? Vielleicht reicht da kein Addictol aus. Oh mein Gott, wir spielen verfrüht die Story weiter von Fallout 76. Oh mein Gott, wie gut darauf eine gratis Nuka-Cola Quantum. Hallo mein Freund. Psychobuff? Nö. Na gut. Irgendwann müssen ja die Probleme anfangen. Keine Psychotests, Frechheit. Ja, ja, aber irgendwann muss ja mal das Bittere anfangen, damit das Süße dann danach wieder viel, viel süßer ist und so. So zumindest in der Theorie. Orlando. Das war doch der... Nee, war er nicht. Ich dachte, er wäre Orlando. Wer war nochmal Orlando? Soll ich wieder was zu essen kochen? Bei der Köchin, dessen Name mir nicht einfällt. Weiß ich nicht, ob wir die Person kennen. Schöner Aluhut, abergläubischer Flüchtling. Redet nicht mit uns, kurz zuhören. As it stands, I have no way to verify your story. Had you a prior relationship with us, or the victim was present for our medical staff to... Prior relationship? So this is a refuge ruled by nepotism, is it? So, wollen wir? Ja, wir können. Weil, wie bist du denn schneller als wir hierher gekommen? I deeply apologize for the commotion, darling. We do strive to make every visit to the White Spring a pleasant one. Finally, you've arrived. I was resigned to having to convince this lunatic that my daughter is dying all by myself.
Do you know this woman? Ja, ich arbeite quasi für sie. Leider nein, das sage ich nicht. Ja, sie ist erst vor kurzem hergezogen und braucht unsere Hilfe. Ah, wonderful. I believe an apology is in order. Apologies are ordered to those who deserve them. Nonetheless, it behooves the refuge to help those in need. Perhaps you could provide more coherent details regarding this woman. Kurz gesagt, jemand muss uns nach Atlantic City mitnehmen. Sollte kein Problem sein. Wir waren schon öfters drüben, Expedition und so, aber jetzt ohne. In that case, you will be happy to hear that the leaders of Atlantic City are sponsoring travel for visitors. You might speak to Mr. Jeremiah Hopkins about it, if you haven't already. He has a booth out in the common area, beside the stage. So long as you're willing to provide assistance to the locals during your travels, you may fly to Atlantic City whenever you'd like. Das wissen wir doch. Aber trotzdem danke für die Info. Incredible. Was that so difficult? Jetzt bleib mal auf dem Boden, Evelyn. Wir kriegen doch, was wir wollen. Dass sie sich nicht benehmen kann. Now I'm afraid I have other duties to attend to. Lennox shall be happy to board ja, wir kennen Lennox, wir sind so. Ich habe gerade Finger übereinander gekreuzt. Jetzt bleib auf dem Teppich, Evelyn. Ist in Ordnung, ne? War lustig, aber trotzdem, ich werde jetzt aufbrechen. Wonderful. I'll be having a drink at the bar until our departure. Ja. I'll need it to get me through that dreadful flight. Ja, mach das, aber... Oh, was? Sorry, ach, guck mal. I just heard you were going to Atlantic City and it's not safe there. There's a monster. I saw it. People keep going missing. That's why I left. You're not mouthing off about some Jersey devil, are you? What a load of hogwash. My parents told me that story when I was a child to scare me into submission. Well, it didn't work. And no Jersey devil has snatched me from my bed. It's real, I swear. Wahrnehmung 4. Jersey Devil Teufelsblut, besteht da eine Verbindung? They're siphoning its blood and turning it into a drug. That's why it's so angry now. Marketing tactics. What would you name a chem that's supposed to be the ultimate temptation? Would you call it innocent angel milk? Siphoning blood. No sensible business person would put in all that effort, even if the Jersey Devil was real. Jersey Devil, warte mal. Nicht, dass das hier ein neuer Regionalboss wird. Oh mein Gott, wie gut, das kommt alles sehr überraschend. Verschwundene Personen. Oh Mann, nicht schon wieder verschwundene Personen. Loud tourists, low-tier entertainers, showgoers on their way home from the pier. The devil swoops down from the sky and swallows them whole. The perfect cover story to disappear anyone inconvenient. That devil almost got me too. Oh, good thing I fled to the mountains. Gott, Evelyn, du bist manchmal so unangenehm. Danke für die Warnung, aber ich gehe trotzdem nach Atlantic City. At least I warned you. Better for my conscience. Keep your eyes on the sky. Alles klar. Jersey Devil. War das nicht irgendwas Fliegendes? Kann mich auch irren. Gut, alles klar. Casino Quarter, Atlantic City. Müssen wir sowieso, auch wegen der anderen Mission. Aber wir ziehen die Mission natürlich vor die Story-Mission. Haben wir. Einfach jetzt zu Lennox oder so. Wir haben noch einen Marker, ne? Richtig? Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht einfach jetzt hier über die Karte. Wie immer. Im Casino-Viertel. Expedition Travel? Start a new Expedition. Nee, Expedition Travel, glaube ich, ist es, ne? Kann das sein? Dass wir jetzt ohne Expedition rüberkommen. Das war nur ein Platzhalter gerade eben. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Wir sind hier. Aber sie auch schon wieder. Evelyn, sag mal, wie machst du denn das? Die scheint gute Verbindungen zu haben.
Mann, gibt's hier vielleicht auch Nebenquests oder so, die wir noch finden können? Oh, warte, ey. Das sind Fallout 76. Hallo, Evelyn. Was ist denn los? Oh Gott, ich mag sie so sehr. Mhm. Okay, du bist hier zu Hause. Wo bekommen wir Teufelsblut? The best bet I can give you is a fellow named Stanley Soriano. He spends all his free time at the High Rollers Lounge in the Neapolitan Casino. Stan is a weak link. Make him feel important, and he'll serve up practically anything on a silver platter. Mhm. Und woher kennst du diesen Typen? He's a former friend of my husband. One of the most empty-headed coots I've ever had the pleasure of meeting. It's entertaining, really. Tell him anything and watch the words pass through the void. Ich gehe zum Neapolitan und suche nach Stan. Verstanden? Wait up for me. Or actually, do. One should always have an escape plan. Okay, gut, 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 nice, Mensch. So. Mafia-Schütze, hallo? Schicke Lederjacke. Ich mach mal die andere Mission. Ne, ich lass sie an, sonst verpeile ich die. Hab ich keinen Bock drauf. So, war das hier das? Ne, das ist das Quentin. Oh, what the heck? Wer zur Hölle? Es wurde nicht auf mich geschossen, kann es sein? Ich hätte mal vielleicht... Ja, hätten wir tun sollen. Fusionskerne, aber jetzt ist egal. Das ist der PTS. Ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger alles mit den Fusionskernen? Nein, ich bin der Einzige, der diese Probleme hat. Darauf habt ihr mich schon hingewiesen. Aber irgendwann werde ich diese Probleme in den Griff bekommen. Wie so vieles andere auch. Evelyn, du hättest ruhig mal mitballern können. Außerdem geht uns hier die Munition aus. Evelyn! Schande. Waffe draußen lassen. Wir sind hart. Wir sind verkrüppelt gewesen. Habt ihr das gesehen? Das waren wir schon lange nicht mehr. Das ist das Quentinus, sag ich doch. Das ist der Aushang. Die andere Nebenmission. Wir wollen aber darüber. Wir wollen die Story kompakter fassen. Ohne viel Schnickschnack. Absoluter Fokus. Immersion steht an erster Stelle. Und Plastik. Jede Menge Plastik. So, Knarre wieder einstecken. Gibt es hier überhaupt eine Stashbox? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Stan. Aber wir können ja trotzdem mal ganz kurz gucken, was wir jetzt hier so alles machen können. Bist du Stan? Nein, du bist ein Mafia-Sammler. Any wise guy who starts trouble around here ain't really wise. Let us know if you run into one. Okay, cool. Danke fürs Angebot. Schutz können wir immer gut gebrauchen. Also die Glücksspielautomaten funktionieren schon mal. Aber wir können immer nur eins gleichzeitig spielen, aber das Große geht trotzdem gleichzeitig. Nein, die geht auch nicht. Da müssen wir auch warten, bis das da zu Ende ist. Das Angefangene. Kostet das sonst nicht 100 Kronkorken? Das hat gerade nur 70 gekostet. Und dann haben wir zurückbekommen. Okay, vielleicht habe ich da jetzt gerade was verwechselt. Naja, macht ja nichts. Wo sind denn hier die hochpreisigen Tische? Oh, ich würde so gerne Texas Hold'em spielen hier in Fallout. Warum nicht? Bitte. Füg das noch hinzu. Muss ja nicht mit anderen Spielern sein. Wobei, das würde ich ja noch mehr bevorzugen. Wie es das Spiel befeuern würde. Aber ich will nicht rumjammern. Roulette geht. Roulette haben wir schon gespielt während einer Expedition. Touching. Und was gibt's? Kronkork. Naja. Das Grundmaß. Der Grundpfeiler der Zivilisation. Wo war denn nochmal Roulette? Ach, hier. Ich will mitmachen. Eine Runde, okay? Ich möchte das hier so ein bisschen genießen, dass wir das erste Mal hier in Atlantic City sind. Ohne eine Expedition. Auf Road natürlich. Hier. Möglicher Gewinn 100. Kann ich nicht erhöhen? Warte mal, rückgängig. Nee, setzen. Rot. Alles immer auf Rot. Block. Und weiter. 50 Ocken. Komm schon. Komm schon.
Okay, oh, wir haben gewonnen. Sehr schön. Und jetzt muss man abziehen. Jetzt muss man den Sieg genießen und einfach abziehen. Würfeln gibt's auch. Das habe ich vorher nicht gesehen gehabt. Das sind beides 50er Tische. Eine Sekunde. Wähle eine Augenzahl aus, um zu setzen. Ich nehme Fallout 7. Kann ich auch 2 nehmen? Möglicher Gewinn 500. 7. Alles auf 7. Aber man sieht die Würfel nicht, ne? Ich glaube auch nicht daran. Oh, was? Wie bitte? Wir haben gerade 500 Kronkorken gewonnen. Ich glaube auch nicht, dass wir in der fertigen Version die Würfel sehen. Da wird es Schwierigkeiten mit der Engine geben, kann ich mir gut vorstellen. Man hat ja auch nicht die Kugel gesehen, aber ich lasse mich da gerne von was Besserem überraschen. Aber wer weiß, ne? Nein, mache ich nicht. Ich begrüße Sal. Sticky Fingers war das, ne? Ach, deswegen heißt der Sticky Fingers. Weil man ihm nicht die Hand geben sollte. Und jetzt sollen wir da rein. Na gut, dann machen wir das. Was? Warte mal, stopp. Das ist jetzt wieder die andere Mission. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Entschuldigung. Das hatte mich abgelenkt gehabt. Die Möglichkeit, hier das Casino zu wechseln, das ist quasi ein Geheimgang, den mittlerweile aber schon jeder kennt. Ist nicht mehr ganz so geheim. Wo ist denn jetzt unser Marker? Ich bin so overhyped schon wieder. Aber ist ja auch toll für uns Fallout 76 Fans, dass es hier jetzt mehr gibt, mehr neuen Kram. Ach, hier ist er. Er ist hier einfach irgendwo. Stanley, bist du Stanley? Warum denn? Da sind die hochpreisigen Tische. Noch nicht vielleicht. Vielleicht kommt das noch. Charisma. Lügen. Ich muss da rein, um meinen Spielpartner von Ärger fernzuhalten. Okay, Stan ist da drin. Gut. Und jetzt haben wir uns hier reingemogelt. Die guten Tische. Die VIP-Lounge. Was können wir hier setzen? Noch gar nichts, ne? Hier eventuell Aschenbecher. Den nehme ich aber mit, ne? Als das war ein Glas. Ist auch gut. Schade. Hätte ja sein können, dass wir mitspielen können. Oh! What the heck? You really think he was playing me? Come on, Stan. 3 royal flushes in a row? You grab that cash and take care of your family. I'm headed out. Okay, triff eine Abmachung mit Stan. Alles klar, Stan. Ja, wir brauchen Drachenblut. Ich brauche jemanden, der mir was verkauft. Das starke Zeug. Whoa there! Now I can hook you up with all kinds of cats. But as for the blood, what makes you think a nobody like you should get access to Atlantic City's most sought-after cat? Wir können bezahlen. Steuerhinterziehung. Was? Niemand? Was glaubst du eigentlich, mit wem du hier redest? Bezieht sich das jetzt auf... Nein, nicht auf die Expedition, oder? Glaube ich nicht. Aber wir nehmen Charisma, weil ich weiß, dass Stan mir alles besorgen kann. So viel Macht hast du doch, oder etwa nicht? Well, absolutely. That I do, that I do. Stan's been given an important job here. Managing this stuff. And I think you deserve a taste of the best our city has to offer. But first, you'll have to prove yourself trustworthy. Provide service for the family, and you'll be rewarded. Cross the family, and you end up on our hit list. Ja, wir werden uns als vertrauenswürdig hier erweisen, keine Panik. Stole some blood from our stores a few nights back. He's got a show on tonight. And those who don't respect our rules don't get to live freely. You want the blood? Then that show don't go smoothly. And Zay gets the message to never even dream about stealing from us again. Okay, wir müssen uns als vertrauenswürdig erweisen. Machen wir, alles klar. Ich crashe die Show und sorge dafür, dass Zay die Botschaft erhält. Wir arbeiten jetzt für die Mafia. Ganz kurz. Für das Blut. Es geht um das Mädchen. You're gonna have to get backstage somehow. Maybe by posing as a cast member. That should be a shot at getting access to Zay.
Once you've got an opportunity, it's up to you how you want to deal with them. I'll meet you outside after the show. Don't disappoint me. Capisce? Capisce? Natürlich, machen wir. Wir capischen aber sowas von. Wir sollen irgendwas mit ihm machen. Wir sollen ihn entweder wahrscheinlich überzeugen oder umbringen. Darauf wird es hinauslaufen. Warte mal, das ist wieder das Kellerding. Nein, ich möchte nicht dahin. Ich muss woanders hin. Ich muss da wieder raus. Eine Sekunde. Hier ist doch bestimmt auch eine Treppe nach oben. Hier, sag ich doch. Zack. Und dann um diese Ecke. Die kriege ich auf. Keine Panik. Wir schaffen uns einen Shortcut, einen Geheimgang. Lock. Wir waren schon richtig da hinten. Überfall. Und jetzt hier wieder hoch. Und dann in die Richtung. Da drüben irgendwo. Welches Casino ist denn bitte da drüben? Werden wir gleich feststellen. So. Hier lang. Aber nicht, dass wir das diesmal verwechseln. Nicht Fabio. Wir müssen nicht zu Fabio, nicht ins Quentinos. Wir wollen darüber, richtig? Ja. Hier. Schaff es. Wir gehen unterirdisch rein. Wahrscheinlich ist es das. Quentinos. Ach so, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ist ja offensichtlich. Wir müssen ja top secret bleiben, aber wir haben den Stadtteil gewechselt. Über den Gully. Jetzt sind wir an der Promenade. Eieieiei. Wie schön. Gibt's hier Händler? Oh mein Gott, gibt's hier Händler? Hallo, hallo, hallo. Die sind hier am Futtern. Bist du ein Händler? Hey, I could be a showman. I'm really good at wiggling my ears. Genau das gleiche hat der eine andere Zivilist gesagt gehabt im Rathaus. Na? Oh, Yuji! Na, immer doch. So, was gibt dir die Zockerei? Nee, ich will eigentlich nur einkaufen. Falls hier irgendwo ein Händler ist, vielleicht finden wir noch einen. Das jetzt. Oh, Lennox ist umgezogen. Sie könnte uns jetzt auch hier nach Hause fliegen. Das ist ja cool. Hast du auch andere Gesprächsoptionen? Was hält die Promenade für dich bereit? Showman's Pier is down the way if you follow the water. I hear they put on some pretty impressive acts there. At the cost of sanity and self-preservation. I spotted a few showmen. You could tell by the stripes and sequins and the, slightly unhinged aura. They must be fun to drink with. Gut. Nein. Wir sind noch nicht bereit. Wir wollen nicht abhauen. Wir haben zu tun. Was sagt eigentlich die Karte aktuell? Okay, die Karte ist noch in Appalachia geblieben. Keine Händler hier. Kommt vielleicht noch. Ich meinte das gelesen zu haben in den Patch Notes bezüglich der Atlantic City Part 2 Erweiterung, dass neue Händler dazukommen. Mit tollen Sachen. But anyways. Dem Marker. Wir folgen jetzt einfach mal dem Marker. Aber schön, ne? Dass wir jetzt hier rumtingeln können. Das war alles? Na gut. Come on. Aber jetzt, ne? Ich brauche die Klamotten unbedingt. Hosenträger. Die möchte ich unbedingt haben. Wir haben schon was mit Hosenträgern. Und hier können wir rüber in die überflutete Stadt. Tatsächlich. Aber ich weiß gerade nicht, welches Outfit das war mit den Hosenträgern. Pastorengewand? Nein. Da gab es den komischen Seilgürtel, richtig? Naja, irgendwas Altertümliches jedenfalls hier. Ach, hier drinnen ist die Show. Im Aquarium. Ticketverkäufer. Welcome. Here to be amazed, shocked and entertained? Well, tonight as our lucky 13th customer, you will get all of that and more. For free. Congratulations. Junge, was bin ich für ein Glückspilz? Ich freue mich schon richtig auf die Show. And you will
shall not be disappointed. Please head straight inside to the stage and take care not to enter. Nein, natürlich nicht. We may be a bit late tonight, as we are still awaiting the arrival of one of our cast members. The show simply cannot start without our star clown. Trust me, they are worth the wait. Okay, aber der Star Clown ist jetzt nicht Zaid, oder? Untersuche den Bereich hinter der Bühne. Okay, aber das darf er nicht wissen. Das haben wir ihm gerade versprochen. Dass wir nicht in Bereiche gehen, wo wir nichts zu suchen haben. Also nicht hinter die Bühne. Das Aquarium. Wie schön. Also unter anderem das Aquarium. Hier gibt es ja noch viel mehr. Wie Heftchen. Irgendwo hier. Da drüben auf dem Tisch. Das gönnen wir uns natürlich. Ach so, weil wir doch im Sucher-Loadout sind. Das ist natürlich jetzt praktisch. Unglaublich überwältigende... Okay, 10. Nehme ich mit. Und dann weiter. Bisschen gucken, ganz kurz gucken. Ich bin sonst immer so gehetzt hier. Psycho-Tets. Lassen wir natürlich auch nicht liegen. Wie schön. Kippen. Wie schön das hier aussieht. Mit dem Leuchtball da. Was eine Lampe. Sah aus wie ein Leuchtball von hier. Hier. Sowas sollte es geben. Gibt's bestimmt. Zucker. Nehmen wir auch mit für die nächste Tour. Cranberry-Soße. Wir werden sie brauchen, spätestens zum Anfang der nächsten Season. 15 ist das, ne? Ich glaube, es ist 15. Clown. Ich darf nicht erwischt werden, oder? Ist das Zaid? Ist Zaid der Clown? Wir wollen alle jetzt die Maske haben. Oder gibt's die schon? Gibt's die bei Fastnacht? Kommt ja auch bald wieder. Ich glaube direkt nach dem Valentinstag-Event. Ist das cool hier. Hallo, hallo, hallo. Hätte ja sein können, dass wir hier was sagen können. Aber nein. Oh, wir sind richtig. Ich wollte eigentlich nur alles abchecken. Aber wir sind genau richtig. Das ist die Star-Umkleide. Clowns-Outfit können wir nehmen. Und hier ist noch eine Notiz. Eine Sekunde. An den verrücktesten aller Star-Clowns. Ich habe dein Show-Outfit genauso vorbereitet, wie du es von mir wolltest. Den Hut und das Outfit um Mitternacht angezogen, über meine Unzulänglichkeiten nachgedacht und in die Ärmel geheult. 10 Minuten lang hysterisch gelacht, um mich von den schlechten Körpersäften zu befreien. Das Outfit nicht gewaschen, die Taschen mit kleinen Sträußen gefüllt. Daher kommt der Spirit, alles hier hingelegt, mit exakt 8 Balance und ein Lied gesungen und getanzt. Das wird dir garantiert helfen, die beste Vorstellung deines Lebens zu geben. Ich habe wirklich alles genauso gemacht, wie du es wolltest. Also, bitte bestrafe mich nicht. Was ist das für ein Clown? Zack. So, jetzt sollen wir uns als Clown verkleiden? Wie gut! Oh, wie herrlich. Kleidung. Clowns-Outfit. Wir hatten ja schon eins. Aber das ist jetzt questrelevant. So. Abgeschlossen. Ein absolut authentischer Clown. Gib dich als Star-Clown aus. Machen wir. Bei wem genau? Das ist eine richtige Hitman-Mission. Und wir spielen ja auch Tobias Reaper. Den Hitman. Also das ist ein Alias vom Hitman. Wo? Warte mal, war das jetzt noch hier drüben? Ach, hier. Es muss weitergehen. Wir müssen das Outfit komplett machen. Hut bitte. Aber die Maske behält an. Das ist schön. Hallo, hallo, hallo. Fällt gar nicht auf. Look for Zaid. Okay, wir suchen nach wie vor natürlich den Zaid. Und Zaid ist dann nicht... die Tür geht nicht auf. Zaid ist dann natürlich nicht der Clown. Das Alias des Clowns hilft uns jetzt nur an Zaid ranzukommen. Wow. Wie so ein Hollywood-Drehbuch. Ein richtig guter Krimi. Ja, wir warten ja schon. Ah,
Jetzt können wir knocken. Dibbles, is that finally you? Late on opening night? Who hired you? Was it me? We'll be served on a plate to the ravenous masses with their vicious, quivering jaws. Oh, get to the stage already! They await your opening act! I'm not ready yet. I can't be seen like this. Wovon redest du? What am I talking about? What are you talking about? This is your act. Your stage, your hour to sparkle and shine. You must make them laugh. Or when I go out there, they'll gut me where I stand. Gore me with their glares. Dismember me with their displeasure. It's a sacred responsibility of the opening act. I'm doomed already if you don't know it. Oh, I'm doomed. I'm dead where I stand. Dann mach dich bereit. Ich gehe raus und lege eine Show hin. Not just a show. A masterpiece. An indelible memory. Go now before our audience turns rabid. They must be starving. Aber jetzt wirklich, ja, wir machen jetzt eine Clown-Show. Oh mein Gott, wie cool. in welche Richtung? Hier lang? Stage. Okay, das wird es wahrscheinlich sein. Hallo, hallo. Die Tür verkehrt rum aufgemacht. Kann ja mal vorkommen. Ja, jetzt dürfen wir auf die Bühne. Meine Damen und Herren, Tobias Reaper, a.k.a. der Hitman, heute als Clown. Hallo. Oh Gott. Völlig unvorbereitet. Stell dich vor, machen wir. Ich bin Asbest, der Clown. Hat gereicht, sehr schön. Vielen Dank, ihr seid das beste Publikum. Vielen, vielen Dank. Muss weitermachen, ne? So, wir gucken uns alle an. Ja, gucken wir. Und das Publikum starrte ich in Erwartung von einzigartigem Clownshumor gespannt an. Der Zirkusdirektor ist außer sich vor Wut. Er hat seine Tochter beim Clown erwischt. Achso, wow. Ne, den haben sie aber in Deutsch komplett ersetzt. Ne? Der funktioniert ja gar nicht im Englischen. Beim Clown Welches Kommando hasst der Hund aus Luftballons am meisten? Platz! Die sind gar nicht so schlecht, ne? Gestern Abend habe ich einen Kannibalen getroffen. Dem schmeckte ich aber zu komisch. Warte mal, dem schmeckte ich aber zu komisch. Ja, okay. Ich kenne keine Witze. Wir nehmen das mit dem Clown. Großartig. Wir wollen noch mehr Witze. Oder sind es wieder die gleichen? Nein, es sind neue Witze. Ihre Blicke sind erwartungsvoll. In deinem Kopf suchst du nach einem weiteren Witz. Was steht auf dem Grabstein des Clowns? Jetzt ist Schluss mit lustig. Okay, Mittel. Ich musste neulich zum Arzt. Zum Glück war es nichts Ernstes. Ich glaube, der ist übersetzt, ne? Oder so verstehe ich nicht. A cannibal tried to boil me alive, but I'm already a laughing stock. Okay, das letzte Wort verstehe ich nicht. Kann ich mir jetzt auch nicht zusammenreimen. Auch nicht so wichtig, ne? Ich hasse es, wenn man mich ansieht. Ich bin nicht lustig. Nee, das sage ich gar nicht. Wir nehmen das mit Schluss mit lustig. Bewirft die anderen Clowns mit Torten. Achso, die mit den coolen Masken, ne? Okay, machen wir. Ausrüsten. Und dann hinstellen, bitte. Und stillhalten. Müssen wir das... Wir müssen sie beim Laufen treffen? Echt jetzt? Hat das gegolten? Nein. Wir müssen richtig treffen. Hier war es, glaube ich, am einfachsten. Auf der längst geraden. Na! Okay, das gilt. Sie explodieren auch so ein bisschen. Oder dann vielleicht einfach vor die Füße. Ja, sie müssen einfach nur durch die... Zuckrige Explosion laufen. Block. 3 von 5. Wo ist sie? Da ist sie. Beide gleichzeitig. Gilt nicht. Wird trotzdem nur als ein Treffer gezählt.
Nice. Okay, equip and juggle grenades through the hoops. Okay, wo sind denn hier die Reifen? Da, okay. Welche Granaten? Diese Granaten machen wir. Die sollen wir da durchjuggeln. Dann machen wir das. Block. Aber ich muss auch wieder... Entschuldigung. Clown. Warte mal, er ist als Gegner angezeigt. Na, ey! Das ist nur eine Schau, Mann. Ich bin hier der Hauptclown. Ich war früher auch der Klassenclown. Aber später habe ich dann festgestellt, dass ich gar nicht so unheimlich witzig bin. Ich hatte einfach nur eine sehr langweilige Klasse. Block! Through the Hoops haben wir doch gemacht. Ist doch sowas von durchgeworfen. Soll ich von der anderen Seite werfen? Kann das sein? In die Zuschauer rein? Was ist denn Juggles? Ich dachte, das wäre... Juggles through the Hoops. Durch die Reifen. Vielleicht muss ich die angezeigten Hoops soll ich nehmen. Oder? Na ja, Gott. Einfach den mittleren. Der mittlere hat funktioniert. Da liegen ja Kippen. Welcher Clown raucht auf der Bühne? Kehre zum Bereich hinter der Bühne zurück. Das war eine großartige Show. Dankeschön. Ihr seid ein tolles Publikum. Vielen Dank für diesen Glaskrug. Meine Güte. Ist ja nicht mein Leben, das Showbiz. Auf so einer Bühne. Oh, wen haben wir denn da? Evelyn. Hallo, hallo, hallo. You followed me, didn't you? Better explain yourself. Also erstmal, das Kleid steht ihr viel besser als das andere und die Haare sehen auch viel besser aus. Ich führe einen Auftrag für die Mafia aus, wie wir es geplant haben. Of course that would bring you here, of all places. You weren't supposed to know about all this. There's no avoiding it now. I used to be the star around here. I deserve to have it back. That stage is mine. I'm taking it from this up-and-coming nobody to remind this city exactly what they lost. Or at least, that was my plan. You being here really puts a damper on things. Ja, aber so läuft das nun mal ab. Denk mal an deine Tochter. Aber, wie genau sah dein Plan aus? I get rid of Zaid before the final act. Indispose him, mind you. I go on in his place. Put on the show he was meant to. No safety protocols. I prove to the city that if it's truly what they want, I too can evolve. That I'm still worth something. Okay, ich verstehe die Situation. Then you understand why I have to do this. It's my only chance. I'm nothing without it. Ja, das meine ich, ne? Habe ich ja schon gesagt gehabt. Denk an deine Tochter, denk an deine Familie. Deine Familie braucht dich genau in diesem Moment. Weitaus mehr als eine große Ansammlung von Fremden. Kannst du das nicht erkennen? Nonsense. They were always complaining about me, calling me a diva. Vincenzo would tell me to get out of the way so he could do things properly. I'm nothing but a failure to them. They have no appreciation. Trotzdem ist es deine Familie. Sie braucht dich genauso wie du sie brauchst. Family. Oh, I used to know what that meant once. Nothing ever turns out quite how you imagine it. I suppose that's no reason to stop trying, is it? It never stopped me in showbiz. Is that Evelyn Russo? A disgrace? Oh, Mother has to hear about this. She's gonna send the whole city after you! Wait! Come back here, you pathetic nobody! Shit! I didn't expect them to raise the alarm so soon. Well, I don't have much time before every showman on the boardwalk is chasing after me with a machete. But before I go, the least I can do is help you help Abigail. So tell me what needs to be done. Zaid umbringen.
Okay, Zed hat Teufelsblut von der Mafia gestohlen. Wenn ich ihn bestrafe, bekomme ich dafür eine Dosis. So, it's dirty business. Well, nothing new in this city. Now, the final act of this little show involves the Star Clown. You throwing knives at poor Zed against a decorated backboard. There's an obvious option there if bloodshed doesn't make you, queasy. But we do know the showmen take cheating very seriously. And it just so happens that Zed wears a protective vest underneath his costume. Yeah. Wir bringen ihn um. Well, you sound committed. Remind me not to get in your way in the future. I'll leave the job to you. I need to scram before Charlotte's loyal human dogs sniff me out. Okay, ich hoffe, sie kommt ohne unsere Hilfe zurecht. Das werden wir sehen. Aber nun der finale Akt der Show, wo wir Zed umbringen mit einem Messer. So. Letzter Auftritt. Sind die Messer schon da? Ja, tatsächlich. Wer hat die hier hingezaubert? Hast du das? Oder ist er schon? For hundreds of years, art has risked heart and soul life. So I close with one last visceral threat. The curve of blade to neck. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund ist nicht GEMA geschützt. Assistant! Master of Laughs! Let loose! And don't you dare gut me! Okay, los geht's. Wirf die Messer, haben wir vor. Zack. Die Weste freilegen. Nein. Wir werden auf den Kopf zielen. Wir werden ihn erledigen. Das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um Zeds Botschaft zu überbringen. Eine Bestrafung für das Stehlen von Teufelsblut. Aber wie stellst du das an? Auf den Kopf. Köpfchen. Ach so, das brauche ich gar nicht machen. Das ist ja kurios. Dachte ich, ich hätte zumindest einmal werfen sollen oder so. Oh, es ist ein Unfall gewesen. Flieh aus dem Lokal. Mache ich. Oder wollen die mich alle umbringen jetzt? Nein. Au. Confront the Star Clown. Ach, das ist der echte, ne? Tatsächlich. Ganz kurz. Perfektes Kaugummi. Hey. Muss mich ganz kurz grundbuffen. Habe ich keine mehr. Ui. Na, ihr Ratten, ihr. Bin ich im richtigen Notort? Ja, bin ich. Hey, du mieser Clown, du. Damit hat niemand gerechnet. Ist gut. Ziehen wir es durch. Wir haben uns hier komplett mit der falschen, ich sag mal, Gruppe angelegt. Du lad schon durch. Wir sind eingekesselt. Endlich Action. Endlich. Block. Und hier noch, Moni nicht vergessen. Oh, Metzger. Ich glaube, der hat was mit Feuer. Das dürfen wir hier nicht unterschätzen. Bis bei unserem letzten Besuch in Atlantic City war Feuer ein echtes Problem hier. Also jegliche Gegner mit Flammenwerfer musste man partout meiden. Ja, hi. Dankeschön, Granatis. Vorsichtig. Ich möchte auf jeden Fall den Star Clown konfronten. Das gibt bestimmt irgendwas ganz Besonderes. Da ist er, Dimples. Es tut mir doch leid. Drogenkaffeeballisto. Au. Drogenkaffeeballisto, Bock. Ach so, Dimples ist ein Schaumschläger. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt hauen wir ab, nachdem wir nochmal Muni mitgenommen haben. Block. Weil sonst geht sie uns aus. Wir nehmen alles mit. Zack. Sonst nichts weiter hier, ne? Oh, haben wir dick Moni bekommen, wie herrlich. Aber blutig hätten wir das nicht überlebt. Oh. Sie verfolgen uns, ne? Ich glaube, die spawnen hier unendlich oft, ne? Gut möglich. Schande. Diese verfluchten Entertainer. Wir gehen.
Und das alles nur für Teufelsblut. Ich hoffe, der Stress lohnt sich. Oh, da bist du ja. Hey. I heard the news. Young man went out in a spray of blood. Now that's a finale, if you ask me. As promised. A taste of the devil himself. Now, don't you go blabbing about what you got. Stan's got a tight ship to steer. Damit wäre unser Geschäft abgeschlossen. Bis dann. Aber ich glaube, so einfach wird er uns nicht gehen lassen. Vielleicht. Okay. Gut. Offensichtlich kommen wir doch davon. Oh Mann. Ja, ich bin auch zu Besuch hier. Naja, irgendwo auch beruflich, geschäftlich. Zack. Und hier noch ein bisschen Zerlege-Action. You know where I could get a good hoagie? Hoagie? Ist das was zu essen? Du solltest was essen. Fettige Mahlzeiten können das verarbeiten, das Verstoffwechseln vom Alkohol ein bisschen verlangsamen. Dann wird der Schock für deinen Körper ein bisschen abgemildert. Gut. Rose Room. Wir machen die andere Mission ein andermal. Wir wollen erstmal schön kompakt die Story hier durchziehen. J. Und dann C. Und dann wieder hierher zurück. The Rose Room. Oh, ein schönes Bild. Thumbnail. Und ach, guck mal, jetzt haben wir hier auch mal zur Abwechslung schönes Wetter. Für ein paar weitere Bildchen. Nur ein paar. Ich glaube aber, nachts wäre die Beleuchtung effektiver. Naja, wie dem auch sei. Photoshop, ne? Ansonsten KI. Na ihr. Wo seid ihr? Im Keller immer noch. Erstmal Glücksspiel. Katsching. Ah, da ist er. Der Mann der Stunde. Hier. Bitteschön. Devil's Blood, right here. Give it to Abby. Okay, jetzt hat sie keine Entzugserscheinungen mehr, aber trotzdem ist sie doch noch drauf. Ben? Mom? And who are you again? Boah, sie ist aber fertig, ne? Feels nice. Alles wird gut. Du bist zusammengebrochen, Abby. Das war der Entzug. Wir haben dir eine weitere Dosis gegeben, um dich am Leben zu halten. Oh. Wie können wir sie denn bitte? Naja, gut, wir haben auch Kate clean gekriegt und Fallout 4. This is just temporary. We need to find you a real solution. An antidote. You got into this abs. Do you know anything about getting off it? Well, maybe Dad would have told me if he hadn't cut me out. But that's all water under the bridge, though. Everything's dandy now. We're in West Virginia. It's a new start. No more jobs, no more Dad. Everything's... Oh, man. Everything's good. It has to be. Dad? Thing is, I've tried to get answers from him about all kinds of things. But if he knows something about Devil's Blood, it has to still be in there somewhere. Maybe you'll have better luck than me. Look, I know it's awkward, but would you try talking to him? Ja, mach mal natürlich. Alles klar, ich versuche herauszufinden, ob Antonio etwas über ein Gegenmittel weiß. Hey. Thanks. You saved my sister's life. Das sollte kein Problem sein. Wir haben einen guten Draht zu Antonio. Also wenn er noch weiß, wer wir sind. Na du. Alles klar. Vielleicht können wir ihm irgendwie Mantets oder sowas geben. Einen Hirnbooster. Damit er wieder für kurze Zeit funktioniert. Wer weiß. Oh, it's you. Aber du, er meint sich noch an uns zu erinnern, das ist super. Ich hab's auch nicht so mit Namen. You really are off your rocker, huh? Das ist echt gemein. Erinnerst du dich noch an uns, Antonio? Ich hab deiner Familie geholfen. Helping the family out. Oh no, that's dangerous work. Hope you're being safe about it.
Abby braucht ein Gegenmittel vom Teufelsblut. Und ich weiß, du erinnerst dich an irgendetwas tief in dir drinne. Los, versuch es mal aus dir herauszuholen. Abby, in trouble? She... I... If... only I could have... If only I could have... If only I could have... spent more time with her. Okay. Okay, ich wünschte, du könntest uns helfen, Antonio. Und Abby tut das auch. Abby. Darling. Such a strong child. Hang in there, Abs. Oh, er konnte uns wirklich nicht helfen, ne? Mantels. Einfach eine Dosis Mantels oder so. Vin, er konnte uns nicht helfen. So what did Pop have to say? Anything comprehensible? Nicht wirklich. Aber irgendwas ist in ihm. Er weiß irgendwas, aber ich hab's nicht aus ihm rausbekommen. Pop, so he's not totally gone. Well, that's reassuring. Or upsetting. Haven't decided yet and don't have time to. Well, if you won't help us, we'll need more of a Hail Mary. Charisma 12, ich brauche mehr als ein heiliges Maria, um an diesem Fall weiterarbeiten zu können. Come on, Vinny. What? Oh, right. You mean caps. Meinen wir das? Wir brauchen Anhaltspunkte, habe ich gedacht. Ich dachte, er meint das. Aber Kohle ist natürlich auch nicht verkehrt. Es muss eine Antwort in Atlantic City geben. I agree. Ever since Abby mentioned Pop, I've been racking my brain. Trying to remember anything he might have told me. I remember he would take business trips to the city center. That's government territory. Ah. So it always struck me as out of character. He told us he had a warehouse there. Never said what it was for, and I never found out either. If he really was involved with Devil's Blood, though, maybe that place has something to do with it. Maybe the family is keeping stock there. Even an antidote, if we're lucky. Ja, oder irgendwelche Dokumente von ihm in diesem Lagerhaus, was er in Atlantic City hatte. Dinge, bevor die harte Demenz bei ihm eingesetzt hat. Aber ist ja schon Alzheimer dann, ne? Oder was Choleres, ist auch möglich. Hm. Ja, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich sollte das untersuchen. Eben. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Flooded City, richtig. Verwaltungsdistrikt. We'll fly into downtown and I'll get us in contact with an old friend of mine familiar with the rumors. She'll know where to go from there. Okay, machen wir. Können wir von hier aus rüber? Ja, na klar, natürlich. Können wir immer. Atlantic City. Überschwemmtes Stadtzentrum. Expedition Travel. Los geht's. Meet Vin on the ground, auf dem Boden. Ist er gleich hier? Hätten wir nicht zusammenfliegen können? Hätten wir nicht vielleicht ein bisschen besser auf die CO2-Bilanz achten können, mein Freund? Hm? Okay, now that we're here, it's time to find Sloane. She used to patrol this area. Said if I ever needed help to head this way, she'd find me. Okay, halten wir Ausschau nach ihr. Alright, let's see if she still knows my whistle. My whistle. Wer ist denn Sloane? Irgendwie ist es dann ein Hund oder sowas? Nein, come on. Es ist kein Mensch? Doch, okay. Ich dachte, jetzt kommt... Hier weiß ich nicht. Ein freundlicher Überwucherter. Wir müssen zuerst die Säcke erschießen. Erst die Säcke, Vin. Schieß auf die Säcke. Drogen und Kaffee. Nice. Ja, oh, warte. Wie hart sind die denn mal bitte? Krieg gerade gar nicht rein, die Säcke zu ihnen. Da genau. Aber es könnte auch einfach nur ein ganz normaler Gruppenbuff sein. Ist möglich. Wenn. Oh, Schande. Hoch, hoch hier. Hoch hier. Wir sind noch nicht fertig. Da hinten kommen noch mehr Säcke. Also entweder ist das ein ganz normaler Gruppenbuff, weil die leuchten ja auch wie in der Daily Ops mit Gruppenheilung. Oder es sind wirklich die Säcke. Ganz genau weiß ich das noch nicht. Das hätte ich vielleicht irgendwo lesen können. Beim nächsten Mal. Mehr AP, Kaffee und Kuchen für alle. Da hinten. Schande, das ist hart.
Schlimmer als jemals zuvor? Come on. Ich dachte, du wärst ein Hund oder so. Da war Sloan. Haben wir es? Moni, sofort. Hallo. Server wollte nicht. Brauchst du ein Stimpack? Ich habe auch verdünnte Stims. Wenn du willst. Er wird wahrscheinlich das Thema Drogen und Co. ein bisschen ernster nehmen mit so einem ernsten Fall in seiner Familie. Da nimmt er keine Stimpacks. Nur die Heilpaste. Aber durch die Nase. Wenn. Ach nee, wir sollen mit Sloan reden. Ey, es kommen ja immer mehr. Wie gut, Mensch. So, wir müssen zu diesem Lagerhaus. Von Vin, seinem Vater. Antonio. Ich trage auch eine Maske. You bringing me a new recruit? I've come to ask you a favor. Remember those reports we used to get about the family snooping around our turf? We're here to find them. The family? Steer clear of them, Vin. They're trouble. Who has you looking for those gangsters anyway? Your new friend here drag you into this? Ja, Vins Schwester Abby ist in Schwierigkeiten. Wir suchen nach einer Heilung. Doch, das ist es. Devil's Blood. We're here trying to find an antidote. I know the mob moves in and out of the district. Don't ask me how. It's the perfect place to hide cameras. Tucked in a dangerous part of town, away from the precious casino, out of the spotlight. If they do have a warehouse here, maybe we can find a lead on a cure. Please, I need your help. Vin, I'm so sorry. You know I want to help. But first, I've got my own problem to solve. I'm only out this way because my squad got scattered fighting overgrown nearby. I'm still missing a lot of my people. I need to find them. But there's a lot of ground to cover. Listen, you're our best bet for finding that warehouse. Let us help you. Together, we can find your squad faster. And then you can repay the favor. Really? Ein guter Plan. Are you sure? Abby needs you. Like I said, to help Abby, we need you. Plus, I can't just leave my old comrades to die. If you insist, I won't turn you down. But I hope you aren't doing this out of some misguided sense of guilt. And what about you? Ja klar, alles was der Sache hilft. Wir helfen erst dir, Sloan, und dann, ne? Richtig. Ja, wir sind wie ein Pfadfinder, wir helfen jedem. Easy peasy, ich habe jede Menge Kaffee und Kuchen und Ballisto-Box, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Help the Lost Moonies, mache ich. Doch, einen Ballistobock haben wir. Den heben wir uns auf für Feierabend. Moonies, wir kommen. Block. Vorsichtig. Oh, 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 oh. Fucker. Die sind schon hart. Nein, nein, nicht das Auto, nicht das Auto. Drogen, Kaffee und Kuchen. Und schön in Deckung bleiben. Aber das Wasser, es strahlt die ganze Zeit. Aber wir haben ja noch gut Energie. Übel. Nein, nein, nein. Zieh durch, zieh durch. Er leuchtet nicht grün. Also wird er nicht gerade geheilt. Aber der eine da, von damals, bei unserer Expedition, in der Folge, weiß ich nicht, wie lange die Folge her ist, kann ich jetzt so noch nicht sagen. Ihr wisst schon, der aus dem alten Holz. Ah! Der hatte ja auch keinen grünen Schimmer gehabt. Hilfe! Übel. Ist nicht ohne. Aber wie vermutet, also ich vermute nach wie vor, dass sie den Schwierigkeitsgrad und die Gegnerstärke dann auf den richtigen Servern anpassen werden. Nur so eine Idee. Aber ich glaube, das wird so sein. Ist schon ziemlich hart. Moni, ja sofort. Womit kämpfen wir eigentlich, wenn wir jetzt keine Moni mehr haben? Und es ist so verwirrend, dass die hier auch Moni heißen.
Locke. Es besteht Verwechslungsgefahr. Und warum siehst du aus wie einer, der aus Skyrim kommt? Echt mal. Okay, und da ist er reingegangen. Ja, geht, haut ab. Ach so, das sind... Ich dachte, das sind 4 Spots. Es sind 4 Leute. Jetzt. Jetzt habe ich es verstanden. Now I've got it. Meet Vin and Sloane near the warehouse. Okay. Wir sind schon unterwegs. Ist ja noch Money von mir. Ja, so ganz klein bisschen. Da drüben. Kann man hier ein Zelt setzen? Weiß ich nicht. Müsste jetzt eigentlich der Fall sein. Das ist ja quasi hier eine nicht expeditionsbedingte Map-Erweiterung. Theoretisch müsste man hier... ein Zelt setzen können. Aber wir sind ja gerade nicht Fallout First. Aber bald wieder zum Umschwung. Das Lustige ist, ein Tag vom Season-Start komme ich wieder aus dem Urlaub. Das bedeutet, ab nach Hause, aus dem Urlaubsort, Koffer auspacken und sofort an Rechner Fallout First abonnieren und die Fallout First Belohnungen der 14. Season noch schnell einheimsen. Mal gucken, ob ich das überhaupt aufnehmen kann. Das wird alles ziemlich druckreich sein. Aber dann, ab dem nächsten Tag, wenn die Season losgeht, können wir gleich losballern und uns schön die Fallout First Unique Booster holen. Das ist der Plan. Warte mal. Nee, wir dürfen nicht rüber. Das ist die andere Mission, aber ich lasse sie trotzdem immer noch offen. Damit ich sie nicht vergesse. Oh Gott, Hilfe! What the heck? Ich baller hier einfach durch. Schöne Location. Nicht nur, aber auch im Kontext von Fallout 76 natürlich, ne? Hey, ne? Was hängt der hier so rum? Kein Problem. Geht das hier optisch in die Richtung wie die Moni Power Rüstung? Oh, that brought back some memories. Missing the good old days? Oh, I don't miss the danger. But it does feel good to be a Muni again. Even as a fill-in. Ja, wenn, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um in Erinnerung zu schwelgen. Wir müssen Abby helfen. You're right. Abby needs our help. Abby. Poor girl. I hope for her sake, whatever hunt you have pays off. You should check down this alley. We've seen family members hanging around a building down there. I don't want to fight, so we've never pressed them on why. Could be what you're looking for. If they're guarding a building off their usual turf, that has to be something important. But how do we get in? Mm-hmm. Ja, genau. Ich gehe zu ihnen und versuche mit ihnen zu reden. Vielleicht kann ich sie überzeugen zu gehen. Ja, ich habe Charisma auf über 12. Und ich trage eine unnachgiebige Rüstung, aber bin gerade Full Health. Verdammt nochmal. Stimmt. Glaub mir. Vertrau mir. Ich bekomme das hin. If you say so. But if things start going south, bail and find another way in. Fighting is a last resort. Okay. Mhm. Talk your way in. Kriegen wir hin. Wieder Jogging-Modus. In die Richtung. Achso, deswegen stehen wir auch hier, ne? Mein Fehler. Kein Problem. Na du, wie geht's dir? Alles klar? Die Lampe schön anlassen. Mob Believer. Hey, you! Yeah, you! You're gonna come over here and settle an argument for us. We was just about to take our lunch break, but I ain't leaving until we figure this out. Dallas guy, it's real. Ah. Ja, es ist real und es ist spektakulär. See? What I tell you? Unbelievable. You just walk into someone else's conversation and side with this instigator? There's no way the $2 bill ever existed. What would you even use it for? We don't have a two-cap cap, do we? There's no need. Ah. Eine $2
ein 2-Dollar-Schein? Was zur Hölle ist das? Money! I don't know. It's pretty well money. Allegedly. Und wir müssen das jetzt entscheiden? What a breathtakingly pointless debit. Ja, was für eine absolut... breathtaking. Ja, raubt mir den Atem. Eine mir den Atem raubende, absolut überflüssige Debatte. Hey, you don't want to take this seriously, then beat it. Yeah, get out of here. Das war's? Können wir nicht nochmal quatschen, bitte? Ich hab doch auch Präfix-Antworten verdient. Charisma und Co. It's real. It's fake. Okay. Ach so. Wir müssen uns auf jeden Fall entscheiden. Es ist fake. Gibt's nicht. Es gibt keine 2-Dollar-Note, aber... vielleicht ist das die bessere Antwort. Er sieht irgendwie grimmiger aus. Ich glaube, wir müssen ihn in erster Linie handeln. Nicht ihn. Deswegen. Wer hat jetzt was gesagt? Ach, egal. Ja, die gibt es, die 2-Dollar-Note. Proof. I need physical proof. Ah, lacht. Haben wir nicht, wir haben nicht Glück, 12. Schande, warte mal, eine Sekunde. Ich könnte Luck 12 haben. So, die 2-Dollar-Note ist ein Fake, Mann. Ja, aber womit soll ich es ja beweisen? Auch Luck, nein, Charisma, Lüge. Ja. Whoa, what? You mean what I saw was commie money? I told you, no real American would put up with such a thing. This raises more questions. Let's go eat. I think better when I eat. Thanks, stranger. Bitte, bitte, bitte. Und schon sind wir drin, ne? Geht was essen, ne? Ich warte auch ganz kurz. Und da liegt jetzt einfach der Schlüssel rum fürs Lagerhaus. Block. Und schon sind wir drin. Vin, Sloan. Ihr könnt kommen, wenn ihr wollt. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.